Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Wir sind hier noch in Helm's Klamm und beschäftigen uns immer noch mit dieser Blockade, die doch hoffentlich jetzt so langsam gut ist. Zack, zack. Denn so viele Gegner sind eigentlich gar nicht mehr über, wie es mir hier so scheint. Peaks. So. Müssten, glaube ich, jetzt drei Gegner vielleicht noch kommen. Dann müssten wir hier, glaube ich, auch schon Ruhe haben. Birithor. Aber dass Gunst der Gefährten eigentlich so gut ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass wir für 90, die wir hier einsetzen, so viel AP dafür wiederbekommen. Hätte ich, wie gesagt, eigentlich nicht gedacht. Ach, er hat das schon drin. Dann Idriel aber nicht. So. Der müsste, genau, der überlebt noch. Aber jetzt ist er weg. Ach, das war's. Es kommt kein weiterer. Soll mir recht sein. Wow. Ja, da müsste dann auch jeder Level abkommen. Oh, fast zwei Level ab sogar. Junge, Junge. Oh, auch fast zwei Level ab. Junge, Junge, wir haben ja fast alle zwei Level Ups hier. Krasse Sache, krasse Sache. Wenn Morphin nicht so zwei Level Ups hat. Armschien für Eredorn, Beinschien für Eodin. Niemals! Wir müssen uns zurückziehen. Gebt auf! Sie sind durchgebrochen! Die Festung ist eingenommen! Rückzug! Rückzug! Es kommt doch noch mal was. Okay. Ach, jetzt kommt was, wo wir alleine sind. Ach, stimmt. Jetzt wird's übel. Ja, die sind, glaube ich, alle immun gegen Schlafpfeile. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja. Aber an sich macht Schlafpfeile echt gut Schaden. Naja. So. Zack. Gib mir dein Leben. Überlebt bestimmt. Nein, überlebt nicht. Hier kommt, glaube ich, auch gar keiner mehr nach. So, Birithor. Ach, du hast keinen lebenden Schlag oder so. Ja, wow, gut Schaden, gut Schaden. Möchte mich gerne erstmal die Berserker tot haben. Danke. So leicht geht das schon. So. Dann machen wir einen lebenden Schuss. Pieks. Fall mal eine Runde um. So. Schöner Crit. Sie bleibt mal drinnen, damit sie sich wenigstens noch einmal heilen kann. Hat ja genug. So, Morwen. Mit deinen zwei Level-Ups, die du schon hast. Auch schön. Ach stimmt, sie müsste ja jetzt auch immer Crit machen. So. Hol noch ein bisschen Lebensenergie zurück. So. Zack. So. Wie viel hat er noch? So viel. Dann hol dir auch mal noch ein bisschen Leben zurück. Oh, was ist da Leben? Er hat überlebt. Was bist du denn für ein Sackgesicht? Ja, und jetzt stirbst du. Ja, hö.
Selber schuld. Was überlebst du auch, ja? Zu. Ja, das ist ja eigentlich an sich ein Witz, aber Idre schafft es trotzdem, Level abzubekommen. Das ist der Wahnsinn, was man hier bekommt. Ich fürchte sie nicht. Ich fürchte niemanden. Du hast dich mit diesen Kreaturen verschworen. Dein Verrat ist weit schlimmer als der einer Schlange, Grima. Ich habe Ents und Hurons in meinen Schmieden verbrannt. Ihr Holz war die Quelle einer neuen Macht. Nun bist du der Grund für ihren Untergang. Dafür wirst du bezahlen. Du gehörst mir und gehorchst meinem Willen. Niemand widersetzt sich mir. Dieser böse, böse Saruman. So, was haben wir jetzt hier? Oh ja, stimmt. Dieser Kampf, der war auch nochmal echt hart. Und hier kommen die immer wieder nach. Stimmt, das war mit der schwerste Kampf. Wenn ich mich recht erinnere. Oh, das ist, ach, das ist hier ein Veteran. Der ist nochmal extra. Ah, okay. Ah, Gegenangriff. Endlich. So, natürlich schlafen die nicht. Aber so haben wir wenigstens einen Angriff, der auf alle geht. Oder auf alle gehen sollte. Ja, stimmt. Dieser Kampf, der war nochmal echt übel. Stimmt. Weil die machen echt alle gut Schaden. Puh. Boah, könnte gleich mit Doppelcrit. Ja, ist auch tot. Okay, ich könnte sogar Game Over sein. Ich habe nicht gespeichert. Ja. Das meine ich. Dieser Kampf ist einfach nur übel. Zack. Nicht gespeichert. Ja. Kacke ist das. Das ist nämlich die richtige große Scheiße, dieser Kampf. Den finde ich nämlich ziemlich unfair gestaltet. Gut, dass ich da nochmal gespeichert hatte. Ja. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder da, Leute. Und ihr seht, mitten im Kampf, hat sich einiges getan. Ich habe jetzt, das ist jetzt der vierte Anlauf, den ich jetzt hatte. Und jetzt zum ersten Mal wechsle ich auch in diesem Kampf die Charaktere. Denn dieser Kampf ist, wie gesagt, wow. Wie gesagt, wirklich schweinehart. Eoden, Idrial und der gute Beritor haben jetzt die meiste Arbeit gemacht. Immer schön aushalten gemacht. Damit die. Weil die betäuben sehr gerne alle vier Gegner. Und damit durch Aushalten können, sind wir immun gegen Betäuben. Und das muss schon schön Aura der Valar auf die eigenen Leute, falls sie halt doch sterben sollten. Dass das nicht passiert. Dass das halt nicht passiert, dass sie. Also wenn sie sterben, dann kommen sie gleich wieder. Es ist halt doch schon einiges. Ups. Heißt, naja, egal. Nicht mit Absicht gewesen, aber egal. So. Dass jetzt noch einer kommt, könnte ich mir denken. Es kamen nämlich immer zweimal. Zwei Leute. Also es kamen jetzt immer nochmal zwei. Hier mit Klingeninferno betäubt er nämlich. Also der Troll. Und halt die anderen natürlich betäuben ganz gerne mit. Sag schon. Mit feines Taumeln. Aber ich weiß, hört sicherlich jetzt wieder die Glocken läuten. Es ist halt schon mal 12 Uhr. Bautz. Ja, also der Kampf ist wirklich echt eine Nummer. Eine harte Nummer.
Ich denke, Berethor, Idria und Eowyn kriegen halt die meisten EP. Das steht definitiv fest. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Minas Tirith wird nochmal so ähnlich werden. Oh, hier kommt noch mal einer. Oh, okay, damit hatte ich jetzt gerade nicht gerechnet, dass noch einer kommt. Damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber ja, so kann man sich immer eines Besseren belehren. So. Ja, hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt mehr Aura der Valar machen. Ich denke mal, das sollte vorbei sein. Denn, so viel dürfte nicht mehr kommen. Die anderen, wie gesagt, kommt schon keiner mehr nach. Wie gesagt, es ist wirklich ein knackiger Kampf, da man ja halt die alle nicht in Schlaf versetzen kann. Es ist kein anderer Held dabei, sozusagen. Und ja. Bei Morven habe ich halt die Angst. Ja, okay, ich könnte ja einfach mal überspringen machen mit Morven, weil die möchte ich schon gerne noch geheilt haben. Falls da nämlich ein Konter kommt, war es das nämlich. Da habe ich keine Lust drauf. So, dann können wir noch vergiftete Wunden auch noch machen. Weil halt ein Doppeldot. Oder stirbt sogar. Und der Kampf ist auch vorbei. Wuhu. Ah, herrlich. So. Ja, okay. 100 EP. Hätte ich eigentlich doch schon mehr erwartet. Kriegen sie doch alle fast gleich viel. Also nur Morven und Eowyn, kein Level Up. Ist aber okay. Immerhin. Die Sonne geht auf. Das erste Licht des fünften Tages. In diesem Augenblick zerschmettern die Ents Sarumans Festung. Das weiß sie woher? Erinnert ihr euch jetzt an euer dunkles Schicksal? Du gehörst mir, Gondorianer. Du wirst mir gehorchen. Finde Boromir, Denethors Sohn. Er soll ein Artefakt von großem Wert an sich bringen. Bring es mir. Koste es, was es wolle. Wirst du das für mich tun? Ja. Ich diene der Weißen Hand Sarumans. Sein Bann über dich ist gebrochen. Du bist frei. Er hat dich nicht mehr in seiner Gewalt. Verstehst du jetzt? Sie war deine Führerin, als du im Schatten wandeltest. Doch die Dunkelheit lichtet sich. Und was ist mit euch? Sind wir auch am Ende? Nein. Wir haben dort unten eine Schlacht zu schlagen. Und sollten wir überleben, bleiben unsere Wege vielleicht auch weiterhin verbunden. Ja, Berethor, Saruman wollte dich verführen, als er selbst in der Falle saß. Doch wir wussten um deine Qualität und taten alles, um dich zu beschützen. Als wir Sarumans Absichten erkannten, sprach Galadriel mit Idrial und sie erklärte sich bereit, über dich zu wachen. Ich reiste nach Bruchtal, um Pläne zu schmieden, als ich dich auf der Straße sah. Dies war der Beginn deiner Reise. Doch mit dem Fall von Orthanc wächst die Gefahr. Saurons Zorn wird schrecklich sein und er wird rasch zurückschlagen. Soll er doch. König Theoden steht allein. Nicht ganz. Rohirrim! Éomer! Für den König! Thank you.
Aber die Macht Mordors wächst. Sauron richtet seinen Blick nun auf Minas Tirith. Ich muss zur Weißen Stadt, denn dort wird der Hammerschlag am stärksten sein. Alle Krieger des Landes müssen die Stadt verteidigen. Auch du, Gondorianer. Sollten wir hinkriegen, wir sind jetzt in Osgiliath. Osgiliath ist auch nochmal so ein blödes Level, wie ich finde. Nun reiten wir alle nach Minas Tirith und dem großen Krieg des dritten Zeitalters entgegen. Du bist weit gereist, Beretor, bis zu den Ruinen der einst so stolzen Hauptstadt Gondors, Osgiliath. Die Menschen Gondors sind tapfer, aber im nahenden Krieg chancenlos. Du musst ihnen mit den Kriegern und den Artefakten des Nordens zur Seite stehen. Doch Tapferkeit allein reicht nicht aus, um den dunklen Herrscher zu bezwingen. Sauron öffnet seine Tore und eine schreckliche Armee ergießt sich über dieses Land. Ereignisse, die ich in Gang setzte, treiben ihn an. Der macht den ersten Schritt, aber wir müssen ihn in Minas Tirith aufhalten. Die erste Welle hat den Anduin bereits erreicht. Eile zum Fluss, Beretor, und stelle dich deiner letzten Prüfung. Unserer letzten Prüfung also. Ja, wir sind in Osgiliath angekommen. Und erstmal natürlich die Stufenaufstiege machen. Wir haben ja so einiges gekriegt. Ich habe jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, mit... Hedot keinen Gegenangriff diesmal bekommen. Das hat diesmal nicht geklappt, so wie ich wollte. Aber ja, ist ja nicht so tragisch, nicht so unbedingt. Passiert halt. Man kann halt nicht alles haben. So, und die Ausrüstung natürlich noch wechseln. Noch ein gutes Diadem. Ah, der Rest, was hier runter geht, ist mir sowas von egal. Die Armschienen, der Schild der Medusaid. Ja, ist ja nicht so schlimm. Sie nichts. Er hier noch die Beinschienen und eine Nadel von Celebrand. Tempo geht dafür ganz gut hoch. Ja, es ist okay. Er hat nichts. Oh, der kriegt endlich mal was Neues. So, dann wollen wir uns mal noch die Fähigkeiten angucken. Ihr seht, einer hat gefehlt. So, Doppelangriff ist fertig. Kriegt er jetzt Zwergenhass, Ruhe sanft. Ist auch vollkommen okay. Ja, das dauert eh noch. Zack, auch Doppelangriff. Die Tränke wird eh nicht so wirklich benutzt. Ausflucht Gondors ist noch drin. Dauert auch alles noch ein bisschen. So, Hasta Valar. Ja, das ist Ekstase dafür. Jetzt ist auch super. Okay. Und dann mache ich jetzt hier Feierabend. Ich hoffe, ich komme zu dem Speicherpunkt hin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall geht das Speichern. Dann kann ich gleich noch Helms Klammen machen als Schattenmodus. Gucken, wie viel Prozent das gegeben hat jetzt. Nochmal 3%. Jawollo. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut.